Sie hat tausend Farben, wie bunte Fassaden. Sie malt graue Wolken aus und singt es laut hinaus. Das ist ein Porträt, füll es mit Farbe aus. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserer ersten Sendung von Mein Lifestyle in 2017. Im neuen Jahr möchten Sie sich doch sicherlich auch zu Hause bei Ihnen wohlfühlen. Da bietet Frankfurt diverse Möglichkeiten. Was genau sehen Sie jetzt im Themenüberblick? Ganz schön stylisch. Wir werfen einen Blick in das Zuhause der Interieurdesignerin Lilly Tesla. Ganz schön bunt. Heimtextil 2017 zeigt die neuesten Trends für Ihre vier Wände. Ganz schön rockig. Singer-Songwriterin Alizé steht uns im Interview Rede und Antwort. Unvergleichbar, das ist eigentlich das Wort, was das Einrichtungshaus Kontrast hier in Frankfurt wirklich einzigartig macht. Hier bekommt jeder das, was er sucht für seine eigenen vier Wände, für jede Preiskategorie, egal ob Banker oder ob Student. Neben mir steht jetzt Alexander Hess. Er ist Verkaufsleiter hier bei Kontrast. Hallo Alex, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Kontrast, der Name ist Programm, ihr habt ein wirklich kontrastreiches Sortiment. Was für Stilrichtung vertreibt ihr denn hier? Also von klassisch modern über Landhaus bis Industrial Design, shabby chic, ist da wirklich alles dabei. Also bei uns kann man wirklich alles finden. Ich habe schon gesehen, ihr habt wirklich ungewöhnliche, außergewöhnliche Stücke hier. An wen richtet ihr euch? Also wir sind überhaupt nicht so aufgestellt, dass wir eine bestimmte Zielgruppe haben, sondern wir sind wirklich jetzt für alle Leute, die designorientiert sind, ob das ein junges Studentenpärchen ist, die sich ihre erste gemeinsame Wohnung einrichten, genauso wie den Rechtsanwalt oder den Arzt oder den Banker hier aus Frankfurt. Also wir haben wirklich von Eigenkreationen, die wir zusammen mit Möbelherstellern entwickeln, bis hin zu klassischen italienischen Marken, alles hier. Wir kaufen wirklich auf der ganzen Welt ein. Da geht die komplette Familie Lamprecht quasi auf die Messen in Mailand, in Paris, in Frankfurt natürlich, in Köln auf der Möbelmesse oder auch in Asien. Und da suchen wir uns so die schönsten Stücke raus, die zu uns und zu unseren Kunden passen. Du sagtest gerade Familie. Das Besondere ist ja, dass Kontrast ein Familienunternehmen ist, was gar nicht mehr so üblich ist in der Branche. Erzähl mir doch dazu noch mal ein bisschen. Die Familie Lamprecht, das macht der Vater Gerhard Lamprecht zusammen mit den drei Kindern, zwei Töchter und einem Sohn, machen das hier. Das heißt also, es ist wirklich von der Geschäftsleitung über den Einkauf, über die Leitung hier im Laden, die Dekorationsgeschichten, alles von der Familie selbst betreut und gemacht. Ja. Ein Frankfurter Unternehmen, was mittlerweile nicht mehr nur hier in Frankfurt sitzt. Richtig, wo gibt es denn noch Filialen? Ja, also wir haben vor 19 Jahren hier in Frankfurt auf der Hanauer Landstraße eröffnet, sind dann danach noch in die Stadtmitte am Parkhaus Hauptwache, am Kornmarkt mit einem kleinen Laden, wo wir hauptsächlich Accessoires verkaufen, und seit knapp 6 Jahren in dem wunderschönen Köln, wo ich mich auch sehr viel aufhalte, direkt in der Innenstadt mit nochmal einem wunderschönen Laden mit um die 2000 Quadratmetern. Super, prima. Vielen Dank erstmal an dich. Dekoration, das ist eigentlich auch schon unser Stichwort, denn die Frankfurter Interior Designerin Lilly Tesla, die haben wir mal bei sich zu Hause besucht. Fotografen in der eigenen Wohnung. Für diese Frau nichts Ungewöhnliches. Lilly Tesla. Die gebürtige Russin hat es vor über 30 Jahren der Liebe wegen nach Deutschland gezogen. Nach mehreren Jahren im Modebereich hat sie es mittlerweile zu einer renommierten Einrichtungsdesignerin für Geschäfts- und Privatkunden gebracht. Ich komme in den Raum rein und ich sehe genau, was dieser Raum verlangt. Erstmal fangen wir damit an. Ich bleibe an dem Raum hängen, der mich anspricht. Also dieser Elektroschlag muss von Anfang an sein, dass wir uns beide gefallen. Und dann sehe ich, ob dieser Raum hell oder dunkel sein will. Wirkt das in modern oder ein bisschen auf alt getrimmt. Ein Kontrast, den sie auch in ihren eigenen vier Wänden in Frankfurt gerne hervorhebt. Die dienen ihr nicht nur zum Leben, sondern gleichzeitig auch als Showroom. Ich habe in den letzten 10 Jahren einen schönen Sprung geschafft. Die Kinder sind groß geworden, meine Familienverhältnisse haben sich geändert und aus dem großen Haus
bin ich in die Wohnung eingezogen und dementsprechend musste ich anders agieren. Und aus dem alten Leben, wenn man so will, habe ich nur ein paar Stücke behalten, an denen mein Herz besonders hing. Das sind die Bilder und der Luster. Alles andere, wie gesagt, alles raus und Neues muss her. Je nach Bedarf habe ich einen Lieblingsplatz. Ich arbeite sehr gerne in meinem Büro, weil es ist alles ziemlich auf mich zugeschnitten. Und ich wollte, dass es alles eine Einheit bildet. Das ist mein Ei, da verstecke ich mich. Zu ihrem Beruf kam Lilly jedoch nicht ganz freiwillig. Im Zuge eines Hotelneubaus der Eltern wurde sie mit der Ausstattung der Suiten beauftragt. Ich habe sie damals nach Länder unterteilt. Das war eine russische Suite, eine thailändische, was gab's noch, indische Suite. Und es war wirklich ein großer Erfolg. Für mich war das eine Überraschung, weil ich habe damit gar nicht gerechnet. Aber damals war das sehr ungewöhnlich. Es war elegant, aber trotzdem bunt, lebendig und sehr unterschiedlich. Eine Aufgabe, der die junge Lilly Tesler mit viel Kreativität und Erfindergeist begegnete. Von einem russischen Kunden habe ich ein Geschenk gekriegt. Es war Kalender mit allen russischen Monarchen. Ich habe einfach diesen Kalender zerstückelt, in die Rahmen reingestoppt und habe eine Galerie bekommen, die ich in schwarz vergoldeten Rahmen eingesetzt habe. Und ich habe auf dem Flohmarkt irgendwelche Lampen gekauft, sie auseinandergenommen und habe daraus eigene Lampen kreiert. Ihr Einfallsreichtum hat sie zu einer bekannten Größe gemacht, wenn es um Raumausstattung geht. Dabei lebt und arbeitet Lilly Tesler nach einem einfachen Credo. Man sollte wohnen, so dass man sich wohlfühlt. Das ist das A und O. Lilly Tesler, Einrichtungsdesign zum Wohlfühlen, made in Frankfurt. Liebe Zuschauer, zu einem gut sortierten Einrichtungshaus gehört natürlich auch eine richtig gute Accessoireabteilung. Hier findet man nicht nur so flauschige Kopfkissen, sondern auch die Koldas, wie man hier in Hessen sagt. Das sind Wolldecken. Auf der Heimtextil haben wir uns mal die neuesten Trends der flauschigen Wohnbegleiter angeschaut. Tapeten, Kissenbezüge oder Teppiche. Alles, was das Einrichtungsherz begehrt, ist auf der Heimtextil 2017 in Frankfurt zu finden. Vor allem sanfte Farben in Rosa, Grün und Blau, als auch warme Erdtöne dominieren die Kollektion. Wenig Farbakzente sollen Wohnlandschaften auf diese Weise umso mehr Pep verleihen. Genauso wie geradlinige Muster und glänzende Materialien. Insgesamt wirken die Wohn- und Objekttextilien gemütlich und laden zum Entspannen ein. Die wenigsten Leute wollen sich wirklich ganz schrill einrichten. Die Produkte gibt es natürlich und ich glaube, wenn Sie hier im Theme Park im Trend unterwegs sind, sehen Sie einzelne Produkte, die dem vielleicht doch entsprechen würden. Wir haben versucht natürlich, Produkte so in Gruppen farblich zusammenzufassen, dass man das auch erkennt als einen Einrichtungsstil. Vor allem die Natur spielt bei der Farbauswahl eine große Rolle. Holz- oder Tieroptiken sind beliebte Motive. In der Umsetzung ist der Digitaldruck immer beliebter. Mehr und mehr Kunden sind an Fotos und Figuren auf Stoff interessiert. Ob auf Tapeten oder Bettwäsche, die Möglichkeiten an Motiven sind unbegrenzt. Ein besonders großer Vorteil des Drucks ist dabei, dass das Produkt schnell fertiggestellt wird und kostengünstig ist. Eine weitere Neuheit, die Verwendung von LED-Lampen. Eingearbeitet in die Tapete kann jedes beliebige Muster auf Knopfdruck an der Wand erscheinen. Ein Trend von vielen, der die Heimtextil für die Branche umso interessanter macht. Es ist eine sehr erfolgreiche Veranstaltung, fast 3000 Aussteller aus 67 Ländern und die erwarten natürlich ein internationales Publikum. Die Ausstellerquote, sagen wir so im Messedeutsch, 89% der Internationalität der Aussteller. Das heißt also, es ist die Plattform weltweit, wo man Textilien einkauft. Wir erwarten sehr viel internationales Publikum. Die meisten Textilhändler kommen aus China, Indien und der Türkei. Neben altbekannten Stoffen aus Baumwolle, Polyester und Leder gibt es auf der Heimtextilmesse auch völlig neue Designideen. Ein Beispiel dafür sind die Installationen der schwedischen Textildesignerin Malin Bobek.
Ich versuche, neue Bereiche zu kreieren, wo die Perspektiven verändert sind. Ich vermische die Perspektiven und versuche so, eine andere Sicht auf die Dinge zu erfinden. Auf diese Weise findet man in der Kommunikation miteinander vielleicht etwas Neues. Mit ihrer Arbeit sticht die 30-jährige Künstlerin heraus. Ihre Projekte sollen Bilder aus dem Universum und Unterwasserwelten darstellen. It could be used in a home setting. Es kann zum Beispiel zu Hause verwendet werden oder auch an öffentlichen Plätzen wie in einer Hotellobby oder in Büros. Außergewöhnliche Projekte wie die von Marlin Bobek zeigen, wie wichtig die Heimtextil für die Aussteller ist. Denn nicht nur neue Ideen und Designs stehen hier im Mittelpunkt. Es ist ein Platz, wo man jeden aus allen Bereichen findet. Jeder muss hier sein, weil alle hier sind. Du kannst nicht arbeiten, wenn du hier nicht dran teilnimmst, weil hier alle ihre neuen Produkte vorstellen. Die Besucher sehen nicht nur die reinen Materialien, sondern können sich auch von der Wirkung im Wohnraum überzeugen lassen. Unterschiedliche Räume wie Esszimmer, Wohnecken und Schlafzimmer bieten Anregungen für gemütliche Einrichtungsmöglichkeiten. Denn wenn auch die meisten diesen Ausblick wahrscheinlich nicht aus dem heimischen Wohnzimmer haben, ein bisschen Ruhe und Entspannung kann man sich mit solchen Vorschlägen auf jeden Fall nach Hause holen. Liebe Zuschauer, dieses Sofa hat auf jeden Fall Zeug, eines meiner Lieblingsstücke hier in der Ausstellung zu werden. Ich mache jetzt hier mal ein kleines gemütliches Päuschen und in der Zeit sehen Sie sich an, mit welcher aufstrebenden Frankfurter Rockkünstlerin ich mich mal unterhalten habe. Liebe Zuschauer, neben mir sitzt jetzt eine echte Frankfurter Oriental-Rock-Pop-Künstlerin, Alizée. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Rock-Pop mit orientalischem Einschlag, was darf man sich denn darunter vorstellen? Man darf sich darunter vorstellen, zum Beispiel harte Rock-Gitarren und poppige, hookvolle Melodien mit einem Hauch Orient durch die Art, wie ich phrasiere, durch die Art, wie ich meine Instrumente einsetze, wie die Strings oder auch manchmal ein Darbuka, das man hören kann, oder eine Oud. Ja, es ist so eine Kombination aus dem, wie ich auch bin, und zwar geboren in der Türkei und aufgewachsen in Deutschland. Und das hört man, denke ich, auch in meiner Musik. Dieses Musikgenre, sage ich mal, so Oriental Rock Pop, ist ja in Deutschland noch überhaupt gar nicht bekannt, populär und so. Du hast es dir jetzt so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, das Ganze mal auf ein neues Niveau zu heben. Was steht denn im nächsten Jahr für dich so an? Ja, also nächstes Jahr kommt ja eben das Album raus, im Frühjahr. Februar, März 2017 sozusagen. Und wir sind momentan in der Planung unserer Tour in Deutschland. Die Daten werden demnächst auch veröffentlicht. Also jetzt dieses Jahr glaube ich aber nicht mehr, sondern eher im Januar. Und und dann wird hoffentlich noch mehr passieren, dass wir eben möglichst in jedem Bundesland mindestens ein tolles Konzert haben werden. Und dass umso mehr wir natürlich auf die Bühne gehen, umso mehr Menschen erreichen können. Das ist das große Ziel. Ja, schauen wir mal. Und ja, es ist wirklich in der Tat für mich eine Art Mission geworden. Liebe Zuschauer, Sie wissen es wahrscheinlich am besten, das Thema unserer Sendung Lifestyle, mein Lifestyle. Wie kann man sich denn den Lifestyle einer deutsch-türkischen Rock-Pop-Sängerin vorstellen? Wie lebst du? Also, wie lebe ich? Ich arbeite wahnsinnig viel, das kann ich definitiv erzählen. Das mache ich eben für meine Musik und da ist mir keine Zeit zu schade, die ich dafür investieren muss. Ansonsten, ich liebe es auch sehr viel durch die Natur spazieren zu gehen. Ich liebe es, ins Kino zu gehen, mir einen spannenden oder auch mal einen witzigen, humorvollen Film anzusehen. Ich liebe es, Bücher zu hören, also okay. Hörbücher. Okay. Wir sind ja faul geworden durch die Technik. Und solche Dinge eben. Und was ich unheimlich gerne nebenbei mache, ist auch noch malen. Das ist aber vielmehr einfach so eine Art Hobby, wenn ich mal wirklich abschalten möchte und gar nicht denken, dann funktioniert das beim Malen sehr, sehr schön. Wir reden noch mal ein bisschen über das Album. Das Album, quasi eine echt hessische Produktion. Ja.
Wie ist das Ganze entstanden? Wie lange habt ihr denn gebraucht? Woher hast du die Ideen für deine Musik genommen? Erzähl mal ein bisschen zu dem Album. Also es war nicht so einfach, Produzenten zu finden, die das hinbekommen, muss ich dazu sagen. Aber das liegt jetzt nicht an der Qualität der Produzenten, sondern es lag auch am Verständnis. Ich wollte jetzt nicht so diesen typischen türkischen Style oder so haben, auch wenn ich jetzt Türkin bin, sondern ich wollte schon internationaler auch klingen, weil ich auch mit internationaler Musik groß geworden bin. Mich inspiriert am meisten Filmmusik. Also ich bin jemand, ich liebe es bei Thriller oder bei Dramen oder eben Hollywood-Filmen. Wenn ich mir einen Film angucke und im Hintergrund diese Musik höre, das inspiriert mich. Das heißt nicht, dass ich mir jetzt irgendwas klaue, sondern vielmehr, dass ich dann selber auf eine Idee komme, wo ich denke, hey, ich fühle dann einfach etwas. Ich kann das gar nicht so beschreiben. Es war am Anfang ein bisschen schwierig, das so rüberzubringen, wie es wirklich auch in meiner Vision ist. Aber ich habe es geschafft und ich bin froh darüber. Du vereinst ja jetzt in deiner Person etwas, was Frankfurt, was die Rhein-Main-Region quasi ausmacht, das Gegensätze, viel Internationalität wird hier verbunden. Das verbindest du ja auch in dir und auch in der Musik. Inwieweit spielt das jetzt in das neue, bald kommende Album ein? Du meinst jetzt die Verbindung? Genau. Für mich ist es wahnsinnig wichtig, weil Musik in meinem Sinne verbindet, egal in welcher Sprache. Ich singe auf Englisch, weil ich mir wünsche, dass das international auch gut verstanden wird. Aber letztendlich, selbst wenn man die Sprache nicht verstehen würde, trifft man eben mit Melodien, mit dem Gesang, trifft man ja die Menschen im Herzen. Und da gibt es eben keine Unterschiede, dieses Rassentrennen oder sonst was, sondern wir sind alle eins und fühlen eigentlich, letztendlich jeder fühlt wie der andere auch. Wir können quasi diese Sprache verstehen, egal in welcher wir aufgewachsen sind. Liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt gespannt sind, wie sich das Ganze anhört, haben Sie jetzt die Chance dazu. Denn wir verlosen 5 von diesen handsignierten CDs von Alizé. Das ist ja eine speziellere Version, sage ich mal, denn hier sind exklusive Bonustracks drauf. Es sind 3 Bonustracks dabei, genau. Das sind sozusagen Remixe, die gehören eigentlich gar nicht ins Album, deswegen ist das ja auch eine Special Edition. Und ihr könnt euch ja überraschen lassen. Hört einfach mal rein. Super, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke. Liebe Zuschauer, egal ob opulent, schrill oder auch so bunt wie dieses Kissen. Hier finden Sie wirklich für jeden Geschmack was. Und so bunt wie dieses Kissen ist, so bunt ging es auch zu auf der Hollywood Superhero Fairy Tale Night in Darmstadt. Jens Hilpert hatte eingeladen und wir waren auch mit dabei. Hollywood-Feeling kam auf in Darmstadt. Prominenz war geladen und sie kam. Denn in den vergangenen 12 Jahren schaffte Jens Hilpert es mit seinem Unternehmen Hairfree ein wahres Imperium zu erschaffen, das viele bekannte Kunden hat. Ein Erfolg, der mittlerweile im gesamten deutschsprachigen Raum durch mehrere 100 Filialen vertreten ist, seinen Ursprung aber im Hessenlände hat. Zum ersten Mal findet die Motto-Party Made by Hairfree nun in der Unternehmenszentrale in Darmstadt statt. Tolles Event, er gibt sich unheimlich viel Mühe, dass sich jeder wohl fühlt. Wir fühlen uns wohl, es macht Spaß, wir haben Spaß. Und ich finde, es ist einfach eine tolle Sache und er macht es toll, er motiviert die Leute toll. Ich glaube, das ist meine erste überhaupt Outfit, dass ich mich je verkleidet habe und ja, das macht Spaß. Ich bin eine Fee auf LSD. Wenn Jens Hilpert einlädt, dann kommt alles, was Rang und Namen hat und feiert mit ihm das Jahresevent seines Unternehmens. Zur Motto-Party haben sich viele prominente Gesichter in kreative Kostüme geschmissen. Ich habe gebastelt. Also ich war kreativ und habe das relativ selber zusammengestellt. Ich bin ja Kölnerin. Als kölsches Mädchen habe ich natürlich den Hang zum Verkleiden. Und das heißt, es ist nicht ein Kostüm aus dem Katalog bestellt oder aus dem Internet, sondern selber zusammengestellt, ja? Auch Lilly Becker, eines der Gesichter der Kosmetikfirma, hat es sich nicht nehmen lassen, extra zur Party anzureisen. Sie ist noch gar nicht so lange Botschafterin des Unternehmens. Oh, that's already, I think a year and a half, 2 years ago. Es ist etwa 2 Jahre her, dass ich angefangen habe, Hairfree zu unterstützen, damit Frauen sich die Beine oder die Arme lasern lassen. Weil wissen Sie, man will nicht jeden Tag den Rasierer schwingen müssen. Es ist einfach eine andere Generation. Man lasert nun. You laser. Auffällig wie kaum ein anderer zeigte sich auch Unternehmenschef Jens Hilpert.
auffällig bunt und schrill, so wie die Kunden ihn kennen und lieben. Ich finde, Jens sollte das machen im Leben, was ihn weiterbringt und vor allem, wozu er Lust hat und Spaß hat und mit Leidenschaft dabei ist. Und das tut er. Jens Hilpert hat sich zu einer Institution gemausert, der aus einer Idee ein millionenschweres Unternehmen erschaffen hat. Der Motor, der mich immer wieder antreibt, sind diese spannenden Menschen, die mit mir zusammenarbeiten. Die fordern das auch bei mir ein, wenn ich mal durchhänge, und umgekehrt fordere ich es wieder ein. Und diese Vision, ich meine, Herfrich kann man ja irgendwie weltweit machen. Das hätte ich ja vor 10 Jahren nicht geglaubt in so einem kleinen Stübchen. Und das ist jetzt so ein Event mit diesen ganzen Emotionen. Und dann kommt das immer noch mal hoch, was wir schon alles gepackt haben. Und dann motiviert das total, weiterzumachen. Ich will noch so viel mehr erreichen in meinem Leben. Hilpert, seine Gäste und Mitarbeiter feierten noch bis spät in die Nacht die Hollywood Superhero Fairy Tale Night, made by Hairfree. Liebe Zuschauer, das war die erste Sendung von Mein Lifestyle in 2017. In unserer nächsten Ausgabe sind wir nochmal hier bei Kontrast zu Gast und schauen uns mal um, was es hier im Geschäft noch alles so zu entdecken gibt. Außerdem sind wir auf der Ambiente und wir besuchen 7-Eleven, ein nagelneues Fitnessstudio im Taunusturm. Jetzt haben wir aber noch ein kleines Goodie für Sie, denn im letzten Jahr ging auch bei uns nicht immer alles ganz rund. Wir haben noch unsere schönsten Outtakes für Sie zusammengestellt. Viel Spaß, bis dahin, haben Sie eine schöne Zeit. Ach, läuft schon? Oh, hey. Hey. Was soll ich denn überhaupt sagen? Nicht nur Fahrzeuge kann man designen, sondern natürlich auch Auto. Natürlich auch Autos. Hey, man kann Fahrzeuge und Autos designen. So kann man zum Beispiel die Klimatisierung hier im Auto rein auf den Fahrer einstellen. Das erhöht die Reichweite. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht. Um die Reichweite zu erhöhen. So kann man zum Beispiel die Klimatisierung in diesem Auto. Mann, nerv mich doch nicht. Entschuldigung, das Auto stört. Ich bin hier gerade auf dem Taunusturm und hier gibt es für diesen, bis wann geht denn die eigentlich? Bis Oktober geht die Ausstellung. Außerdem sind wir beim CSD und ich weiß nicht, wo wir noch sind. Was habe ich denn jetzt vergessen? Das Fotoshooting. Ich bin hier eigentlich in einem, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Hoppla! Der Ey, wie soll ich denn dann nicht lachen, wenn du da so sitzt? Denn hinten aus dem Auspuff kommt nur Wasserdampf. Da flog voll. Zeigen wir Ihnen eine ganz besondere Möglichkeit, Ihren Wein zu lagern. Und wir sind bei der Hollywood. Richtig was los. Der hessische Pilmfreis. Den Hyundai iX. Lass laufen. Dazu gehört natürlich auch Wohnen, was wir. Warum guckst denn du so erschrocken? Ich leg mich jetzt besser noch mal eine Runde hin, bevor es für mich gleich richtig bunt wird. Scheiße, das war nicht lang genug, das Bett. Sie hat 1000 Farben, wie bunte Fassaden. Sie malt graue Wolken aus und singt es laut hinaus. Das ist ein Porträt, füll es mit Farbe aus.